2 Wochen Jugendarrest, ein Warnschuss vor den Bug für den 18-Jährigen aus Emden, der im Internet zur Lynchjustiz angestachelt hatte. So sieht der Richter die Strafe in seinem Urteil heute am Jugendschöffengericht in Emden. Der junge Mann hatte im sozialen Netzwerk Facebook nach dem Mord an der 11-jährigen Lena dazu aufgerufen, die Polizeiwache in Emden zu stürmen und den vermeintlichen Täter herauszuholen. Neben dem 2-wöchigen Dauerarrest gab es außerdem noch eine Verwarnung. Der Prozess ist von vielen nicht nur in Emden mit großer Aufmerksamkeit verfolgt worden. Für uns war Anna Körber vor Ort. Raus aus der Anonymität des Internets, rein ins Blitzlicht. Er kam alleine, ohne Anwalt. Der Weg vorbei an all den Kameras fiel dem 18-Jährigen sichtlich schwer. So war es auch ein Stück weit vom Richter gewollt. Wenn die Öffentlichkeit zugegen ist, in diesem Fall heute im großen Umfang, hat es natürlich auch eine Warnfunktion für andere. Nur diese Generalprävention, Abschreckung im Hinblick auf mögliche andere Täter, darf nicht in die Entscheidung auf den Angeklagten selbst einfließen. Ein Exempel sollte nämlich nicht statuiert werden. Darum, so das Gericht, ginge es im Jugendstrafrecht nicht. Ein Zeichen jedoch sollte sehr wohl gesetzt werden, denn ein Aufruf zur Lynchjustiz im Netz gab es bis dato noch nie. Vor dem Gericht sagte der Lehrling wörtlich, er wisse auch nicht, was ihn da gebissen hätte, so etwas bei Facebook zu posten. Wie viele Menschen sich auf seinen Eintrag am 27. März vor dem Polizeikommissariat versammelt hatten, ist unklar. Ihm kommt zugute, dass er von Anfang an kooperativ und geständig war. Wir haben es ja auch von dem Polizeibeamten ganz deutlich gehört, der ja auch gesagt hat, sowas wie diesen Angeklagten hat man selten. Von Anfang an die Karten auf den Tisch gelegt, voll geständig, bei den Ermittlungen kooperiert, sich entschuldigt, also so eine Art Täter-Opfer-Ausgleich gemacht. Das ist ein äußerst selten anzutreffendes Verhalten bei unseren Angeklagten, ja. Unter dem Aufruf zur Lynchjustiz litt aber nicht nur der fälschlich Beschuldigte, sondern auch die Stadt Emden bekam dadurch Negativschlagzeilen. Also man kann diese Dinge nicht ungeschehen machen, aber es wäre gut und ich würde es auch für sehr wichtig halten, dass der junge Mann dazu auch noch mal eine öffentliche Erklärung abgibt, dass es ihm sehr leid tut, was er damit für Emden als Negatives bewirkt hat. Nach gut 2 Stunden Verhandlung fiel das Urteil. 2 Wochen Jugendarrest und eine Verwarnung. Wann der Schlosserlehrling hinter Gitter geht, darf er mitbestimmen. Denn seine Ausbildung soll er dadurch nicht verlieren. Die Zeit in Arrest wird er nicht einfach nur absitzen dürfen. Dort haben wir verschiedene Behandlungsmaßnahmen, das heißt Präventionsgruppen. Es wird die Tat auch aufgearbeitet. Er wird sich schlicht auch mal, das sage ich auch ganz deutlich, anschauen müssen und spüren müssen, wie es denn ist, wenn man dann mal hinter verschlossenen Türen und Fenstern sitzt. Denn es soll ja bei ihm die Wirkung zeitigen, dass er in Zukunft tunlichst solche Verhaltensweisen nicht wieder an den Tag legt. Der Angeklagte hat 1 Woche Zeit, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Ja, dazu ist Professor Werner Grewe vom Institut für Psychologie der Universität Hildesheim zu uns gekommen. Herr Grewe, der Prozess hat ja nicht nur in Emden für viel Aufsehen gesorgt. Warum war das so wichtig? Ich glaube, dass es ein wichtiges Signal war an die Gesellschaft insgesamt. Das ist keine Bagatelle, keine Kleinigkeit gewesen, kein Kavaliersdelikt, sondern da schauen wir hin, da reagieren wir auch angemessen. Aber mit strafrechtlichen Mitteln. Nun war diese Verhandlung ja öffentlich. Das ist ja nicht normal in so einem Fall. Der junge Mann ist 18 Jahre alt. War das so eine Art an den Pranger gestellt werden für ihn? Ich würde es nicht so stark sehen. Es war sicherlich etwas, was der Richter abwägen musste, ob die Öffentlichkeit wichtig genug ist, in diesem Falle auf den Schutz des jungen Mannes zu verzichten. Ich glaube, das war wichtig, deutlich zu machen, hier wird reagiert. Hier wird auch ein regelrechter Prozess gemacht. Andererseits ist es dann ja auch eine insgesamt Strafe mit Augenmaß gewesen. Strafe mit Augenmaß, wie bewerten Sie das? Das heißt also, ist es ein Schuss vom Bug, wie der Richter gesagt hat, oder mehr? Ziemlich genau das. Also mir scheint die Strafe ziemlich angemessen zu sein. Es ist keine Kleinigkeit, es ist eine ernsthafte Strafe. Andererseits ist es jetzt auch nicht so, dass eine Biografie in Gefahr gerät. Wie bewerten Sie jetzt eigentlich den Umgang von Polizei und der Stadt mit diesem Lynchaufruf? Die Reaktion der Stadt hat mich sehr beeindruckt. Ich fand, dass nachdem es dann passiert war, die Stadt sehr positiv reagiert hat. Es gab Demonstrationen, der Bürgermeister hat mehrfach sehr deutlich reagiert. Die Polizei hat sich vielleicht nicht an allen Stellen mit Ruhm bekleckert in der Reaktion, auch abends auf die Versammlung dann. Glauben Sie jetzt, dass dieser Arrest, den der Jugendliche bzw. junge Straftäter ja bekommen hat, dass es eine Abschreckung ist für potenzielle Nachahmer? Man kann es zumindest hoffen. Das wird vielleicht nicht jeden erreichen, aber für uns alle ist, glaube ich, deutlich geworden, das ist eine Sache, wo wirklich ernsthafte Konsequenzen drohen, auch strafrechtliche Konsequenzen. Und das wird zumindest uns alle,
die Strafe und auch die Aktion insgesamt, auch die öffentliche Aufmerksamkeit immer wieder mal erinnern, bevor wir unsere nächste Facebook-Zeile schreiben. Danke, Herr Grewe, für Ihren Besuch und Ihre Einschätzung.